Wunderschönen guten Morgen, lustig, lustig. Nee, ich fange jetzt nicht an zu singen. Trotzdem lustig, lustig. Und hallo, weiterer Eintrag. Wir haben heute den 20. Aber wie gesagt, es ist Bier Nummer 19, weil wir einen Tag zurückhängen. Ich sag das jedes Mal wieder aufs Neue. Ein kleiner Tropfen Wasser noch. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit Bier Nummer 19. Bier Nummer 19. Ist wieder was sehr, sehr Lustiges. Warum? Ja, es ist eines unserer merkwürdigen Exportbiere, die ja diese Pfandmarke drauf haben und die es irgendwo auf der Welt zu kaufen gibt, wo, ich weiß es nicht. Und zwar Karl Theodor zu Gutenberg, nee Quatsch, Karl Theodor Lager. Ja. Die Dosen, muss man einfach sagen, sehen eigentlich immer ziemlich gut aus. Also immer ziemlich stylisch. Auch diese finde gefällt mir eigentlich sehr gut. Die kommt jetzt vielleicht nicht ganz so geil rüber im Video, aber ist eigentlich cool aufgemacht, aber wahrscheinlich deswegen auch teuer. Die Herstellung gebraucht nach dem deutschen Reinheitsgebot. Interessanterweise sind dieses Mal nicht diese großen chinesisch-japanischen Schriftzeichen drauf zu sehen, wird also wahrscheinlich nicht dahin exportiert, dafür aber arabische, dann die russischen, ja. Ein Lager hat anscheinend immer etwas weniger Alkohol. Gestern hatten wir ja auch schon ein Lager, glaube ich. War das gestern? Ach nee, gestern hatten wir unser Dinkelacker, oder? War gestern Dinkelacker? Bin mir gerade unsicher, aber ich glaube, gestern war Dinkelacker, also super geil. Vorgestern war, glaube ich, Lager dran. Ja, genau, vorgestern war Lager. Und das hatte nur 4%. Das hat 4,2%. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wieder nur Wasser, Gerstenmalz, Hopfenextrakt. Natürlich, was sonst? Was will man von so einem Bier erwarten? Also, ich erwarte eigentlich wieder gar nichts. Bloß es sieht schön aus. Riecht ziemlich hopfig. Auf jeden Fall anders als das Lager von vorgestern. Ist nicht lecker, das ist überhaupt nicht lecker, das Bier. Boah. Also super bitter, eklig. Also nicht geil, bitter, herb, hopfig, sondern so richtig komisch bitter und durch die Dose, also aus der Dose dann halt auch wieder sehr, sehr spritzig, aber im negativen Sinne, also Kohlensäure, herbe Kohlensäure im Endeffekt. Kein Bier, das ich aus der Dose empfehlen kann, aber ich glaube, das schmeckt auch im Glas nicht lecker. Prost. Kohlensäure, der Schaum ist auch super schnell weg. Naja, es ist jetzt im Glas nicht ganz so schlimm wie aus der Dose. Aus der Dose ist es wirklich super eklig, aber auch aus dem Glas schmeckt es irgendwie alt. Bitter im Nachgang. Ja, es schmeckt wie ein abgestandenes Bier mit viel. Ein abgestandenes Bier mit viel Kohlensäure, also anders kann ich es nicht beschreiben. Ist nicht gut. War ja eigentlich auch nicht anders zu erwarten. Da war auf jeden Fall das Lager von vorgestern viel besser. Also. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Es ist einfach nicht empfehlenswert. Bitte kaufen Sie nicht dieses Bier. Kaufen Sie kein Karl Theodor Lager. Das ist nicht gutes Bier. Schmeckt nicht. Nein, nein. Auch hier würde ich sagen, ich würde es in der Not kaufen, wenn ich in Usbekistan bin, unbedingt ein Bier möchte und da gibt's nichts anderes, dann kaufe ich mir einen Karl Theodor. Aber ansonsten kommt mir das nicht nochmal ins Glas. Hoffen wir mal, dass diesmal der Schnaps nicht doppelt ist, weil ich habe keinen Bock, einen ekligen Schnaps mit dem ekligen Bier zu mixen. Aber lassen wir uns überraschen. Lass dich überraschen. Nummer 19. Ich muss sagen, der Kalender hier, der fällt immer mehr auseinander, wie man sieht.
Ich habe die Türen nicht abgeruppt oder abgerissen, sondern die sind abgegangen und hier, das ist auch schon, wie man sieht. Also, ich weiß nicht, was das soll. Das ist sehr merkwürdig auf jeden Fall. Wir liegen quasi hier unten. Oh, jetzt fallen sie schon raus. Jetzt fallen die schon raus, die Dinger hier. Naja. Und das daneben fällt auch quasi ab. Hängt nur noch an der kleinen Ecke dran. Lassen wir mal dran, bis es abfällt. Aber machen wir mal die 19 auf. Wo ist denn die 19? Hier oben. Okay, es ist wieder mal eine Flasche, die wir schon kennen, aber eine von den leckeren, yay, Waldmeister. Gut, das habe ich ja gehofft, dass nochmal Waldmeister drin ist, weil Waldmeister wirklich sehr lecker schmeckt, mit dem komischen Bild drauf. Aber ich möchte ehrlich gesagt nicht mit Bier mixen, aber ich habe ja eigentlich schon gesagt, Waldmeister und Bier wird wahrscheinlich ziemlich gut zusammenpassen, ne? Deswegen werde ich es wohl machen. Das war auf jeden Fall eins der besten Liköre auf jeden Fall, den wir hier im Kalender hatten. Sehr, sehr angenehm im Geschmack, in der Farbe, im Geruch, in allem. Aber schmeckt so geil. Schmeckt einfach so geil, Mann. Also das würde ich echt, ich würde sogar sagen, der Likör, also diesen Waldmeister-Likör, den würde ich mir am ehesten noch privat kaufen. Und direkt danach kommt eben unser Vogelbeerlikör aus dem Erzgebirge. Vor allem wollte ich gerade an meinem Mikro riechen. Hier steht mein Mikro, mein Standmikro. So sieht's aus. Und ich wollte gerade daran riechen. Ich weiß auch nicht warum, aber ich wollte gerade nach unten gehen, so. Riecht nach Mikro. Nee, Quatsch. Komm. Schöne grüne Farbe. Was ist denn jetzt los? Riecht extrem stark nach Alkohol. Das hat auch noch 15%. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass das erste sehr stark nach Alkohol gerochen hätte. Aber das riecht super sehr nach Alkohol und extrem wenig nach Waldmeister. Ich habe eigentlich gedacht, dass es beim ersten Mal andersrum gewesen wäre, dass es sehr nach Waldmeister gerochen hätte und wenig nach Alkohol. Ja, schmeckt aber genauso. Super lecker, ich schmeckt fast kein Alkohol, schmeckt immer nur geil nach Waldmeister. Und es tut mir echt schon richtig leid, dass ich das jetzt mit Bier auffüllen werde. Aber ich bin halt crazy. Ja gut, also der Waldmeistergeruch, der war ja eigentlich so schon gar nicht mehr zu merken. Warum, weiß ich nicht, aber riecht eigentlich gar nicht nach Waldmeister. Hat jetzt so eine leicht grünliche Farbe, sieht eigentlich fast schon ein bisschen eklig aus. Riecht eigentlich nur nach Bier. Hoffen wir mal, dass es besser schmeckt. Schmeckt sehr gut, wusste ich's doch. Also, der Waldmeister-Likör, der wertet dieses Bier so dermaßen auf, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Also das ist, als wenn, keine Ahnung, das Ding von 0 auf 100 geht, um einfach mal hier eine kleine Floskel zu verwenden. Schmeckt sehr gut, wobei ich natürlich sagen muss, der Likör an sich pur schmeckt natürlich besser. Aber so als Biermixgetränk ist dieses Waldmeisterschen doch recht angenehm mit dem Bier. Doch. Bin ein bisschen müde heute. Aber was soll's. Vor allem war ich gestern bei McDonald's mit meiner Freundin zusammen und die wollte unbedingt diesen Eisbecher mit Winterapfel oder was das ist. Den wollte ich unbedingt haben. Da habe ich mir auch eine Kleinigkeit geholt, und zwar ein 6er Chicken Nuggets mit Chili-Soße. Chili-Soße ist bei den Nuggets das Beste. Jeder, der mir hier sagt, dass diese eklige, süß-saure Soße gut ist, die ist so widerlich, das gibt's überhaupt nicht. Das letzte Mal hatten die nämlich keine Chili-Soße mehr, und da hatte ich mir gedacht, okay, nehme ich mal diese süß-saure Soße, die mal anpreisen, und die schmeckt so widerlich. Das habe ich sogar gespuckt. Weil ich mich so aufregt, verdammt nochmal. Süß-saure Chili-Soße wäre genau wieder so ein Thema, über das ich mich stundenlang aufregen könnte. Das gibt's überhaupt nicht. Diese widerliche Kacksoße, die so eklig schmeckt, so richtig nur pur nach Chemie. Selbst die Barbecue-Soße ist besser, wobei die Barbecue-Soße nicht so gut dazu passt, finde ich. Selbst die Curry-Soße ist besser, obwohl ich auch finde, dass sie nicht ganz so gut dazu passt. Und diese Chili-Soße, die süß-scharf ist, die ist einfach perfekt. Die schmeichelt
einfach der Panade und dem Huhn, was in der Panade schmeckt. Ne? Dem Huhn, was in der Panade schmeckt. Aber diese süß-saure Soße ist zum Kotzen. Eklig. Egal. 6er Chicken Nuggets mit Chili-Soße habe ich mir geholt. Quasi für unterwegs. Also wir waren nur am Drive-In, sind dann wieder nach Hause gefahren und für unterwegs von dem Drive-In McDonald's nach Hause, 6er Nuggets reinpumpen, ne, mit Chili. Dazu dann noch als Nachtisch für die Fahrt diese neue Tasche, und zwar Schokolade-Orangentasche. Ist im Endeffekt genau wie die Apfeltasche, nur dass halt eine Schokoladencreme drin ist, die mit Orange aromatisiert ist. Schmeckt super eklig. Nicht nehmen, wer nicht extrem auf Schokolade und Orange steht, darf das nicht essen. Es schmeckt widerlich. Wenn nur eine Schokoladencreme-Füllung drin wäre, lecker, so mit diesem aromatisierten Orange, super eklig. Am liebsten esse ich die Kirschtaschen, aber die gibt's ja leider auch nicht so oft. Also, 6er Nuggets mit Chili, Schoko-Orangentasche, dann natürlich vom Schmecktakel diesen Western Beef oder wie der heißt, im Menü mit einer großen Sprite und statt Pommes natürlich, weil die Pommes bei McDonald's sind zum Kotzen, statt Pommes natürlich einen Salat. Und was ja ganz krass ist bei McDonald's, die haben verschiedene Salate mittlerweile, die man in so einem Menü nehmen kann. Das wusste ich gar nicht. Dann hatte ich mich gefragt, was für einen Salat ich will. Moment, ich schau mal nach, wie er hieß. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Genau, und zwar einen Chefsalat. Und es ist die absolute Verarsche im Vergleich zu dem Salat, den es vorher immer gab. Also erstens, hier war er drin. Meiner Meinung nach ist das Ding kleiner als das, was es vorher war. Also das, die Verpackung, die sonst als Vergleich, das ist ein Bierglas. Also zum Vergleich, wie groß diese Salatschüssel sonst war, finde ich, das ist super klein, oder? Also es war erstmal wenig Salat drin. Und dann besteht so ein hässlicher Chefsalat nur aus wirklich Salatblättern. Ich glaube, da war Feldsalat drin und noch andere grüne Salatsorten. Und obendrauf sind ein paar Späne Käse, ein paar Späne Schinken und ein Viertel Ei oder sowas klein geschnitten. So, und das war's. Das heißt, da ist keine Tomate drin, da ist keine Gurke drin, da ist nicht Mais drin, wie das sonst manchmal ist. Also ich war so dermaßen enttäuscht, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Also erstens kleiner, zweitens keine Tomate und Gurke drin, also nur Salat und ein bisschen Zeugs oben drauf. Und ja, als Dressing gab es ein Hausdressing dazu, das habe ich auch noch nie gesehen. Das hat mich ein bisschen an Thousand Island Sauce erinnert. Aber da nehme ich eigentlich lieber Balsamico, aber ich weiß nicht, ob die überhaupt Balsamico dazu anbieten. Egal. Wenn ihr Salat nehmt bei McDonald's, dann nehmt nicht den Chefsalat, sondern den anderen. Ich muss ja noch mindestens einen anderen geben. Der Standardsalat, den es vorher immer gab, der war eigentlich ganz cool. Und den habe ich immer lieber gegessen als diese ekligen Pommes. Vor allem bei McDonald's sind die Pommes eigentlich nie knusprig, obwohl sie warm sind. Man hat immer das Gefühl, dass das Salz nur an den Fingern klebt und nicht an den Pommes haftet. Die schmecken immer scheiße. Pommes bei McDonald's, auch wieder so ein Thema, über das ich mich stundenlang aufregen könnte. Die bei Burger King, die sind gut, die sind knusprig, die sind gesalzen, die schmecken lecker. Ja, und dann natürlich noch drei Cheeseburger. Oh, drei Cheeseburger. Wer jetzt denkt, mein Gott, Pax, das kann aber echt viel essen, da irrt sich natürlich. Ich habe die 6er Nuggets und diese Tasche auf dem Weg gegessen, dann den Western Beef mit dreifach Käse und Käsesoße und Barbecue-Soße und keine Ahnung, was alles drauf ist. Zweifach Beef. Diesen Western habe ich noch gegessen vorm Fernseher, als wir zu Hause waren. Dann habe ich den Salat erst nachts gegessen, kurz vorm Schlafengehen. Und von den drei Cheeseburgern habe ich heute Morgen einen zum Frühstück gegessen. Jetzt habe ich noch zwei übrig, die ich wahrscheinlich heute Nacht esse oder halt dann morgen zum Frühstück. Ja, ich kann leider nicht so viel essen. Aber egal, ich wollte mir eigentlich nur sagen, dass dieser Salat so eine Verarsche war. Er war wenig, er war nichts Besonderes. Das Einzige, was ich sagen muss, das war halt echter Schinken, es hat wie echter Schinken geschmeckt und nicht wie irgendein Pressfleisch. Es sah auch aus wie echter Schinken und nicht wie Pressfleisch. Der ein oder andere weiß vielleicht, was ich meine. Wobei ich zugeben muss, dieser Formfleisch-Schinken schmeckt auch nicht schlecht. Aber richtiger Kochschinken ist schon geiler. Und für alle Veganer, ja, Pech gehabt. Da war Käse und Schinken drauf. Und das Hausdressing, da ist glaube ich auch Joghurt drin. So,
In diesem Sinne, trink mal den Schluck Bier noch aus. Wohl bekomm's. Ich weiß nicht, ob ich, wie gesagt, Wochenende ist immer schwierig. Ich weiß nicht, ob ich das morgen hinbekomme, ein Video zu machen. Weil morgen ist ja auch die letzte Bundesliga-Konferenz vor der Winterpause. Und je nachdem, wie spät ich aufstehe, mache ich entweder vorher das Bier-Video oder ich habe halt dann keine Zeit. Dann ist abends auch noch meine Geburtstagsfeier und sowas. Also, wenn ich zu spät aufstehe, werde ich das nicht schaffen. Zeitlich, dann gibt's wieder einen Tag versetzt am Sonntag, dann die Nummer 20, müssen wir mal schauen. Wie gesagt, ihr werdet nichts verpassen, ich werde jedes Bier verkosten und jeden Schnaps. Sollte es also morgen kein Video geben, dann geht eben das Ganze bis zum 25., 26. Dezember. Also, kein Problem. In diesem Sinne, macht's gut, euer Paxis.